Hallihallöchen, Leute, ich bin zwar Nachbar 1988 und wir spielen heute etwas auf dem Sega Mega Drive, nämlich OutRun. Man hört schon den Sender. Der berühmt-berüchtigte Radiosender kann man dann wieder wählen. Ich zeige es euch gleich. Wir drücken Start, OutRun. Optionen lassen wir so wie sie sind. Und wo ist es? Splash Wave. Ob das das Cockpit wirklich vom Ferrari ist, man Get weiß es ready. nicht. OutRun ist ein ganz eigenes Autorennen eigentlich. Man muss nämlich versuchen, in einer gewissen Zeit Checkpoints zu erreichen. Ich glaube, es sind fünf, die man erreichen muss. Und nach denen. Aber man kann immer wechseln zwischen den Checkpoints, einmal links oder rechts. Und ich glaube, links sind die leichteren, rechts die schwierigeren Strecken. Und je weiter man links wird, umso leichter. Also, ja, wie gesagt, wir haben links oben die Zeit. Man darf natürlich auch in keinen anderen Verkehr reinknottern. Rechts oben haben wir die Stages, also die Abschnitte, wo wir uns befinden. Wir beginnen ganz links und arbeiten uns nach rechts durch. Im Neueren gibt es ja auch Coast to Coast, da musst du versuchen, in Amerika von einer Küste zur nächsten zu fahren. Nein. Den Peugeot muss. Den Porsche müssen wir überholen. Und den nehmen wir jetzt gleich mal rechts. Und dann ändert sich auch immer die Welt. Schöne Grünland. Ciao. Checkpoint! Jackpot! Oh, sind wir jetzt wirklich da ange? 83 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint, okay. Man darf auch nicht zu weit außen fahren, denn bei den Bäumen und bei dem, ja, was halt da ist, man sieht es, ja, genau so. Das darf nicht passieren. Das kostet Zeit. Gib Gas! Jetzt dachte ich schon, was passiert denn jetzt? Der Himmel dreht durch. Verwirrung, Verwirrung. Bäume. Es ist in die Richtung wie Hang-On mit Motorrädern. Also Hang-On ist mit Motorrädern für den Mega Drive und OutRun mit dem Ferrari, wo sie bei dem 3DS Remake, das gibt es ja auch für den 3DS zum Downloaden, auf der Virtual Console. Haben sie die Rechte nicht mehr an Ferrari gehabt, darum mussten sie das Auto klein wenig umändern eigentlich. Es hat kein Pferd hinten mehr als Logo, nein. Sondern ich glaube, ist es ein Kreuz? Nein, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber OutRun steht für mich für Ferrari fahren. Darum kann man auch bei der Xbox-Version in verschiedenste. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus, nein. So, ich glaube, wir fahren links. Zeitlich, hoffentlich geht es sich aus. So. Und wir haben Berge. Berge, Berge, Berge. So, ein paar Sekunden. Ja, Checkpoint. Checkpoint erreicht. Vorbei am Käfer. Noch ein Käfer. Westwagen. So. Ich vergesse immer, dass man ja bremsen kann. Bei der Xbox-Version, glaube ich, muss man nicht. So, Pflanzen. Top Speed. Speed. Ferrari, die Porsche. Ferrari, Testarossa. Nein, noch mehr Schilde. Ach, ich glaube, das können wir. Ja. Low High. Wir können auch die Gänge natürlich, müssen wir die Gänge wechseln von Low auf High. Aber das ist ein Knopf. Übung macht den Meister natürlich auch hier. Ich finde, dieses Spiel gehört einfach zu den Sega-Klassikern überhaupt.
einfach vom Prinzip und trotzdem herausfordernd. Er ist der beste Rennspieler aller Zeiten. Gran Turismo, schneide dir eine Scheibe ab. Obwohl Gran Turismo sich eine Scheibe abgeschnitten hat, weil es gibt ja sowas mit Checkpoints auf dem neuen. 3, 2, wir brauchen Checkpoint. Checkpoint. Er will sich nicht ausgehen, oder? Nein! Ja, dann sieht man hier immer auf der Karte, wo wir gefahren sind. Genau. So macht man das. Wo sind wir? Oh ja, wir sind auf Platz 5. Beenden bitte. Eine Runde versuchen wir noch. Jetzt fahren wir nachher an der Strecke. Start. Wir nehmen wieder Splash Rift. Das ist einfach mein Auto. Also mit diesem Lied verbinde ich Auto. Hallo dicker Mann mit Cappy, der uns hier winkt, damit wir Gas geben sollen. So, und nächster Gang. Von Coast to Coast. Und jetzt fahren wir andere Strecken. Jetzt fahren wir mal nur links, damit wir sehen, dass immer andere Abschnitte kommen. Auffahren, ein bisschen abbremsen und dann mit Speed vorbei am BMW Cabrio und weiß nicht, was das noch sein soll. Ein Jeep, ein Geländewagen. Ja, und erster Checkpoint geschafft. Und plötzlich ist Abend. Also wir fahren jetzt schon ein paar Stunden. Aber gibt's nicht nach einem Nachtlevel? Ah, ich weiß, das weiß ich nicht bei dem. Das weiß ich nur bei der Xbox-Version. Es gibt eine neue Remake-Auflage. Oder gab's bisher, da gibt's nicht bei den neuen aktuellen, sondern bei der ersten Xbox halt. Ich glaube, es heißt Autobahn 2009, wenn ich irre. So. Wo natürlich nach Herzenslust gedriftet wird. Einfach ein bisschen vom Gas gehen, der Not auch mal die Bremse betätigen und dann mit Speed hinterher. Ja. Wir sind nicht schlecht unterwegs. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit, damit wir den nächsten Checkpoint erreichen. So, hui. Hui, hui, hui. Extended Play, ja. Glühend heißer Sand. Verstopfen wir bitte nicht den Turbolader. Nein, ich hab doch gebremst. Ich hätte doch gebremst. Es war zu wenig, definitiv. Weil es wäre zu geil, wenn wir wenigstens einen schaffen würden. Also einen Durchgang. Ach nö, ich glaube, das sieht nicht mehr gut aus. Komm, Speed. Wir haben noch eine Minute. Wir müssen diesen Abschnitt schaffen. So. Komm schon, bitte, bitte, bitte.
Yes, wir können es noch einmal gewinnen. Also schaffen, irgendwie. Nehmen noch mal leicht. Dann noch 21 Sekunden, okay. Es ist noch nichts verloren. Hoffe ich zumindest. Extended Play. So, 90 Sekunden Zeit, diesen Abschnitt zu schaffen. Oh, Käfer. Ich bin zwar großer Käfer-Fan, aber in dieser Hinsicht, bitte verzieht euch. Meter für Meter. Ach Gott, ich glaube... Ui, es wird knapp. Es wird wirklich, wirklich knapp. Denn was wird passieren, wenn wir mit unserer Süßen ins Ziel kommen? Die Blondine von nebenan. Die Gundula. Gundulas Revenge. Sie wird sich beschweren, weil wir so kacke Auto fahren. Nein, bitte nicht in den Baum. 40 Sekunden, ich glaube. So schlimm es auch klingt. Ja, und das vergeigt. Boah, 20 Sekunden. Und wir haben keine Ahnung, wie weit dieser Streckenabschnitt. Wir müssen jetzt, dürfen keinen Fehler machen. Okay. Checkpoint. 3, 4. Ja! Jetzt wird's knapp. Wir dürfen keinen Fehler machen. Überhaupt keinen. Wir müssen wirklich Obacht. So da. Oh, und vorbei. Wow, das war knapp. Ein VW-Käfer mit 250 unterwegs ist, ja. Bitte geht alle aus der Bahn. Heiß und fettig. So. Bitte nicht. Wir haben nur noch 8 Sekunden. Bonus-Points. Haben wir es geschafft? Es sieht so aus. Yes! Wir haben es geschafft. Oder? Goal! Wunderbar, was für ein Finale, liebe Leute. Er wünscht sich einen Kuss. Nein. Sie bleibt einfach stehen und er wird ein bisschen in die Luft geworfen. Okay, dann halt keine romantische. Lala. Was kommt denn da für eine Pixel-Braut? So, wir haben den leichtesten Weg geschafft. Immerhin. So. Was? Das ist super easy. Wir sind doch. Was? Verstehe ich nicht. Geschafft ist geschafft, immerhin. Wir sind doch auf normal. Okay, dann halt nicht. Das war's, Leute. Danke fürs Zusehen. Euer Nachbar 1988. Tschüssikowski und bye bye.